Moin, Südtypis, euren EFFM-Blog. Willkommen zum weiteren Teil des Lego Harry Potter Adventskalenders. Holen wir euch ran. Da ist er. Müsste eigentlich wieder im Bau sein, weil letztes Mal kann man schon mal sagen, in letzter Folge die EFFM-Fleisch ver... Hups. Ist zum Glück nichts drauf gewesen. Ist da nicht so schlimm. Habt ihr vielleicht wieder eine Minifigur verfasst? Das kann man so euch sagen. Ich sage euch aber nicht welche. Ich habe schon zwei. Das könnt ihr gerne nachgucken. Könnt ihr euch um zwei aussuchen. Flop, flop. Da waren sie. Ich sag euch eins, in letzter Folge war nochmal eine Minifigur dabei, die ich wahrscheinlich noch nicht hatte. Das sind die anderen Türchen gewesen. Hat jemand die Steine gesehen? Achso, die waren noch im Kalender. Lustig. Wie gesagt, immer kleine Türchen, kleine Anleitung, kleine Sachen, die da nur drin sind, bedeutet auch kleine Schale. Ja, machen wir weiter, wa? Gelbulus. Dann haben wir... Das, der da drauf will, der will da drauf. Dann wollen hier ein paar Punkte drauf. Punkt, 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 Komma, Strich, fertig ist das. Lego-Produkt. Ich wusste jetzt nicht, was ich sagen soll. Oh. Dann sollte da auch was hin tun. Zopp. Kommt das jetzt? Ah, jetzt kommt der Lupe. Der Lupe kommt das. Blup. Kommt der Lupe. Lupe. Ich glaube, ich habe aber... Ne, habe ich keine Fehler gebaut. Das kommt auch noch der Lupe. Dann kommt da noch eine Lupe. Dann kommt der weiße Lupe. Weiß. Pinkus, Weißus oder Lilolus. Auch nochmal die Lupe. Ah. Zack. Zack. Zack, zack. Dann kommt auf jeden Fall noch. Nee. Das ist da drauf gezackt. Och nee. Ach so. Zack. Du noch oben drauf. Nein, nicht abfallen, Mann. Zack. Und fertig haben wir das Produkt. Ging auch wieder heute runzig flugzig. Das war die Sibylle. Sibylus. Da haben wir die Sibylus. Steinodolus, der Ersatzolus, der Reinolus. Der kommt erstmal weg. Ich wollte erst eigentlich gerade so fragen. Pink, was soll das sein? Aber es hat sich schnell selber rausgesprochen. Ich suche mich im Traus. Was das ist. Das wisst, könnt ihr sogar auch selber sehen. Das bedeutet, ist der kleine lilane Dreifach... Doppeldeckerbus. Der lilane Doppeldeckerbus ist das. Habe ich dann auch erst erkannt, wo es so gesehen so ein bisschen doppeliger war. Und dann hier vorne dran. Da hat man das erkannt und an die Straßenlampe. Ja, das ist ein Doppeldeckerbus. Ein lilaner. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn euch das heute wieder gefallen hat, sehen wir uns nächste Folge in Türchen
lass mich mal lügen. Ich glaube, das war das Türchen Nummer 8. Ja, und tschüssi.